selbst altgediente Spieleverkäufer. Hunderte meist männliche Kunden kampierten vorletzte Woche vor den Elektronikgeschäften. Tausende warteten geduldig die halbe Nacht, alles wegen eines Computerspiels. The World of Warcraft ist gerade mal 2 Jahre alt, aber der Siegeszug ist beispiellos. Die Fans sind regelrecht verrückt nach dem Online-Spiel. Die ausgefeilte Grafik, die Erfolgserlebnisse, die sich nie wiederholende Handlung, das alles entfaltet eine solche Sogkraft, dass in kurzer Zeit die Welt des Spiels vielfach attraktiver werden kann als die graue Wirklichkeit. Alexander Dluzak berichtet über eine Suchtform, die uns in der digitalen Zukunft immer stärker beschäftigen wird. Es ist eine kalte Januarnacht und trotzdem warten sie hier stundenlang. Es handelt sich um keinen Popstar oder Fußballgott, für den heute Tausende ausharren, sondern um ein Computerspiel. Wie lange glaubst du, musst du noch anstehen? Hoffentlich nicht bis Arbeitsbeginn. Der Rest ist egal. Und das ist das Objekt der Begierde. The Burning Crusade, die neueste Erweiterung des Internetspiels World of Warcraft, kurz WoW. Das hat einen gewissen Suchtpotenzial schon, auf jeden Fall, ja. Fast 700.000 Jugendliche leben in Deutschland mit World of Warcraft. Sie wählen sich eine Identität und tauchen als Elfen, Orks und Gnome in eine fantastische Märchenwelt ein. Hier finden sie Freunde, Anerkennung und Abenteuer. Und manche verlieren sich darin. Der 17-jährige Max hat sich die Erweiterung von World of Warcraft nicht besorgt. Noch nicht. Denn er weiß, dass ihn das Spiel schon genug gefangen hält. Bis zu 16 Stunden am Tag sitzt er an diesem Platz. Eine schmucklose Kammer mit kahlen Wänden. Seine Welt befindet sich hinter dem Monitor. Die Eltern sind verzweifelt. Seine Lehrstelle hat Max schon verloren. Er beschönigt seine Lage nicht. Man wird recht langsam von dem Spiel abhängig gemacht. Wie ein Teufelskreis. Man hat Freunde zurückgestellt, man hat Streitigkeiten mit der Familie wegen dem Spiel und man hat beruflich nur Ärger deswegen. Das Spiel hat mich verändert in der Form, dass man sagen könnte, ich habe mich zurückgezogen und zwar in das Spiel. Und dort ist er ein hochdekorierter Mann. Wer sich gut schlägt, erklimmt immer höhere Levels. Der Status ist für die Mitspieler, die über einen Server miteinander verbunden sind, schon von Weitem zu erkennen und erzeugt Respekt. Man bekommt in World of Warcraft oft die Anerkennung, die man im normalen Leben nicht bekommt. Wenn man in der Schule oder auf Arbeit nicht so erfolgreich ist, kann man sich durch mehr oder weniger harte Arbeit vom PC auch die Anerkennung holen, die man braucht. Wie die Folgen aussehen können, erfährt man in den Foren der WoW-Geschädigten. Eine Ansammlung zerstörter Leben. Spieler schreiben vom Verlust des Arbeitsplatzes, der Freundin oder der Ehefrau. Die meisten WoW-Süchtigen sind männlich. Und auch die Partnerinnen der Süchtigen haben sich organisiert. Im Internet nennen sie sich die Widows of Warcraft. Frauen, die ihre Männer an das Spiel verloren haben. Auf T-Shirts schlagen die Witwen Alarm. Genau wie die Webdesigner Jascha und Benny. Die Wiesbadener kennen die Gefahren des Spiels aus eigener Erfahrung. Jetzt wollen sie andere warnen und haben darum die Initiative No WoW gegründet. Ihre Internetseite ist eine wichtige Anlaufstelle für Dauerzocker, die hier ihre Abhängigkeit testen. Im Forum tauschen sich Betroffene, Angehörige, Lehrer, aber auch Arbeitgeber anonym aus. Die Leute verteidigen vehement ihr Spiel. Es gibt nur wenige, die es einsehen, dass da irgendetwas nicht stimmt. Und die meisten wollen sich auch gar nicht wirklich darüber unterhalten. Als krasses Beispiel könnte man nennen, dass man mal einen Crack-Junkie fragen sollte, ob er süchtig ist. Bekommt auch ein klares Nein als Antwort, ganz logisch. Wer seine Sucht zu lange vor sich selbst leugnet, findet sich möglicherweise hier wieder. In der psychosomatischen Fachklinik Münch-Wies in Rheinland-Pfalz werden Computerspielsüchtige stationär behandelt. Als Andreas vor 2 Monaten in die Klinik kam, war er ein nervliches Wrack. Der 38-jährige Krankenpfleger war aus einem Alltag voller Pflichten in den Computerspielkokon geflüchtet. 16 bis 20 Stunden am Tag hockte er vor dem Rechner. Als sich der virtuelle Nebel lichtete, war sein Job futsch und die Beziehung zu seiner Freundin lag in Trümmern. Merken tut mir es schon, nur man kann es nicht mehr abstellen. Es kreist trotzdem im Kopf weiter, man kriegt den Kopf überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Man ist nur noch in diesen Spielen gefangen, beschäftigt sich nur noch, selbst wenn der Computer aus ist, mit den Spielen.
Man findet höchstens mal im Schlaf Ruhe und dann ist das eigentlich nur noch ein Erschöpfungsschlaf. Der Oberarzt Jörg Petri hat schon viele Computerspielsüchtige behandelt. Doch World of Warcraft erzeugt seiner Meinung nach eine neue Dimension der Abhängigkeit. Das können Sie in jedem Geschäft für die Videospiele die Verkäufer fragen. Die sagen Ihnen ja, das Spiel, das ist nicht so problematisch. Die Leute kommen mal wieder, kaufen mal ein anderes. Und World of Warcraft sagen sie ja, die sehe ich nie wieder. Die kaufen das einmal und dann bleiben sie da dran hängen, sozusagen. Da sind schon in dem Spiel Mechanismen, die gefährlich sind und die sicher kontrolliert werden sollten. In Therapiesitzungen brechen die Psychologen diese Mechanismen auf. Die Patienten sollen lernen, ihre Erfolgserlebnisse nicht mehr im Netz zu suchen. Die normale Alltagswelt erscheint ihnen farblos und öde. Hier lernen sie, sich trotzdem wieder darauf einzulassen. Doch nach langer Sucht haben viele gar keine Kontakte mehr. Die Rückfallgefahr ist hoch. Ich benenne das hier als Käseglocke. Hier fühle ich mich sicher. Eher macht es mir Sorgen, was ist, wenn ich nach Hause komme. In mein altes Umfeld wieder mit meiner Realität beschäftigt bin. Mit der setzt sich auch Max wieder auseinander. Er will raus aus der Spielewelt, sein Abi machen, wieder unter echten Menschen sein. Aber die Sirenen aus der Online-Welt locken ihn immer wieder. Die Umstellung von diesem World of Warcraft, von diesem Spiel, was so sehr, 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 sehr viel Zeit gekostet hat, zum normalen Leben zurück und man nicht von der Familie, Freunden oder Freundinnen aufgefangen wird, ist sehr, sehr hart und da wird man sehr schnell rückfällig. Die Pixelwelt von World of Warcraft kann Existenzen zerstören. Als erste Regierung hat jetzt die Volksrepublik China Gegenmaßnahmen ergriffen. Sie hat über den zentralen Server die Spielzeit begrenzt. Auf 3 Stunden am Tag.